Heute machen wir ein Rinderherz am Grill. Das wäre das ganze Stück. Hier ist es schon einmal aufgeschnitten. Wir sehen diese zwei Herzkammern. Einmal die äußere und einmal die innere Herzkammer. Das ist ein Muskel, der wird die ganze Zeit bewegt. Andere Muskeln ruhen auch mal, aber der geht immer. Von der Struktur her ist es ähnlich, kommt es einem Steg ähnlich, weil es wirklich ein Muskel ist. Nicht wie eine Milz oder Leber, die haben eine ganz andere Struktur. Aber dafür müssen wir es jetzt erst zerlegen, das zeige ich euch. Ich nehme jetzt erstes die äußeren Muskeln weg. Also wir haben von innen das Herz jetzt soweit zugeputzt. Jetzt gehört auch von außen das ganze Fett weggeschnitten. Also wir sind jetzt soweit fertig, haben das ganze Herz zugeputzt, von außen, von innen. Wir schneiden daraus jetzt zwei Stücken. Ihr seht selber, was das für ein tolles Fleisch ist, für ein toller Muskel. Wir haben jetzt hier einmal das frische Rinderherz und das vorgegarte. Das habe ich sous vide vorgegart, weil die Meinungen gehen ja ein bisschen auseinander. Es geht direkt auf den Grill frisch oder man sollte es sous vide vorgaren. Wir probieren heute beides aus und sehen dann, was besser schmeckt. Wir salzen das erste vor, das sous vide gegarte. Wir grillen dieses Stück jetzt direkt bei voller Hitze und schauen wir mal, was draus wird. Wie bereiten wir das ganze Herz zu? Wir haben hier eine Teriyaki-Soße, womit wir das Ganze ein bisschen glasieren. Dann Sesam und Frühlingszwiebeln, um der ganzen Sache so eine asiatisch-japanische Note zu geben. In der Teriyaki-Soße ist auch Zucker drin und der karamellisiert uns halt wunderbar direkt auf dem Grill. Das Herz sollte jetzt fertig sein. Das frische Stück ist jetzt auch fertig. Wir haben das jetzt erst direkt gegrillt und dann indirekt nachziehen lassen auf eine Kerntemperatur von 55 Grad. Haben es zwischendurch auch ein bisschen karamellisiert mit der Teriyaki-Soße und schauen uns jetzt an, wie es geworden ist. Okay, beide sind fertig. Wir probieren jetzt einfach mal. Das ist das Frische. Das ist das sous vide gegarte. Also das sous vide gegarte ist auf jeden Fall das Weichere. Das andere hat ein bisschen mehr Biss, ist aber auf keinen Fall schlecht oder ähnliches. Also wenn es schnell gehen muss, dann direkt grillen. Wenn man die Zeit hat, ca. 8 Stunden bei 60 Grad sous vide garen, ist mit Sicherheit das bessere Ergebnis.